Zu Mantua in Banden, der treue Hofer war, in Mantua zum Tode führt ihn der Feindeschar. Am Mittwoch gedachten in Mantua Schützen und Marketenderinnen aus Süd-, Nord- und Osttirol und aus Welschtirol zum bereits 36. Mal des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer. Nach der Begrüßung durch den Pusterer Bezirksmajor Erich Mayer am Hoferdenkmal richtete Wolfgang Spadinger, der österreichische Generalkonsul in Mailand, seine Grußworte an die Anwesenden. Spadinger meinte, dass Hofer ein geeintes Europa gutheißen würde und für die lokale Bevölkerung immer ein offenes Ohr haben würde. Herr Generalkonsul, was würde Andreas Hofer in Ihren Augen in der heutigen Zeit tun? Es wäre tatsächlich eine interessante Frage, was er machen würde, wenn er denn heute leben würde. Ich würde einmal sagen, in erster Linie in Bezugnahme auf das gemeinsame Europa wäre er sehr froh, in einem Europa, in einem Kontinent leben zu können, wo man einander nicht bekriegt, wo es keine feindseligen Aktionen der Länder gegeneinander gibt, und er würde dieses neue Europa, das geeinte Europa, gutheißen. Gleichzeitig wäre er aber natürlich als Tiroler Patriot mit jenen Fragen befasst, die mit dem Land selbst zu tun haben und die Region und ihre Menschen betreffen. Beispielsweise mit tagespolitischen aktuellen Fragen würde man davon ausgehen können, dass er kein Freund einer ungeregelten und unkontrollierten Migration ist. Er würde sicherlich einen Standpunkt einnehmen, wo er sagen würde, so wie es manche andere auch tun, dass unsere christlichen Werte ja auch verteidigt werden müssen und dass Migrationsströme aus anderen Teilen der Welt nicht unsere Kultur oder unser Gesellschaftssystem ändern können. Auch würde man sagen, dass Andreas Hofer in den Fragen, die die lokale Bevölkerung, ihre Interessen und ihre Anliegen betreffen, eine starke Meinung, ein Profil zur Schau tragen würde. Er würde sicherlich in der aktuellen Frage sagen, dass Großraubtiere wie Bär und Wolf eine Gefahr darstellen und dass es nicht sein kann, dass die Bergbauern, die ihr karges Leben hier immer noch fristen und unter erschwerten Bedingungen ihre Viehbestand sichern müssen, Attacken von diesen Tieren werden, nur weil in irgendeinem Büro in Brüssel, in Rom oder in Wien oder irgendwo anders Bürokraten beschlossen haben, dass das eine nationale oder gar eine europäische Agenda ist. Landesschützenkurat Pater Christoph Wallner und Don Augusto Rosato zelebrierten die Heilige Messe am Ort der Exekution des Sandwirtes vor 209 Jahren. Die Gedenkrede hielt der stellvertretende Landeskommandant der Schützen, Major Heinrich Seyer. Er würdigte Andreas Hofer und kritisierte unter anderem die hohe Verschuldung des italienischen Staates, die hohe Steuerlast und die drakonischen Strafen im Straßenverkehr. Die Ehrenformation des Bereiches Bustertal-Mitte feuerte zwei präzise Ehrensalven. Die Schützenkapelle Bichl-Xies umrahmte die Gedenkfeier musikalisch. Nach der Feier wurde im Innenhof des Palazzo d'Arco in Mantua, in dem Andreas Hofer der Scheinprozess gemacht wurde, ein Kranz zu seinen Ehren niedergelegt.